Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Far Cry 4 und wir machen jetzt erstmal diese Shangri-La-Ding. Wenn wir da irgendwie hinkommen. Wingsuit? Als ob ich den vorher noch nicht hatte. Brüder und Schwestern, hier ist Freies Kyrat mit Rabbi Rayrunner. Es ist kein Geheimnis, dass Kyrat finanziell nicht gut das. Halt, ich hab mir das doch markiert. Aber wenn es nach Amita geht, geht's bald bergauf. Ach, da unten. Ich rede von Schulen, Krankenhäusern, Geld, um Ärzte und Lehrer zu bezahlen. Und wer weiß, vielleicht sogar für Schutzimpfungen. Hier gelandet. Na du. Au. Ich glaube, ich war hier in meiner ganzen Far Cry 4 Zeit, was ich damals auf der Xbox 360 gespielt habe, nie hier. Nie hier in diesem Ort. An diesem Ort, in diesem Ort, an diesem Ort. Der Lung hat lange von Banaschuh gesungen, aber unten in der Tiefe im Boden, wo niemand es hört, Blut ist der Weg, ihm Gehör zu verschaffen, ihm Gehör zu verschaffen. Okay, und wie genau komme ich jetzt anscheinend aus diesem, aus dieser Richtung irgendwo? Oh, Entschuldigung. Dort soll irgendwas tot sein. Wie bin ich denn damals hier hochgekommen? Habe ich das überhaupt alles gemacht? Alle Schalung-Dinger? Shangri-La? Das ist ja Ends-Hardcore. Aber ich scheine hier auf richtigem Weg zu sein. Und ich habe Blähungen, nur so nebenbei. Also ich entschuldige mich. Für jeden Sound, den ihr da irgendwie hören könnt. Ich meine, ihr riecht es ja nicht. Ihr habt es schon deutlich besser als ich. Aber den einen oder anderen stört es ja trotzdem. Verständlicherweise. Was ist das hier für ein Ort? Ich kann mich nicht daran erinnern, hier gewesen zu sein. Hier finden wir wieder einen Brief. Ich hätte ihn gern vorher mal gelesen, aber okay. Au! What the? Was ist das? Ach, die ist heiß.
ist ein heißer Scheiß. Muss doch da durch, oder nicht? Gibt es da nicht eine Spritze? Ich hoffe, ich bin hier richtig. Okay, hier kriege ich keinen Schaden mehr. Okay. Keine Ahnung, was das war. Ob da Gift drin war. Ich weiß es nicht. Scheinbar bin ich hier aber auf dem richtigen Weg. Und auch nach Shangri-La. राजा ने मुझे एक साधारण लक्ष्य दिया था शंग्रीला को ढूंढो और किरत लौटाओ लेकिन जिज्ञासा ने मुझे एक अज्ञात राक्षसा का शिकार करने के लिए प्रोत्साहित किया जो पूरे शंग्रीला पर राज कर रहा था मैं अपने रास्ते और शंग्रीला के भविष्य Das ist ein sehr, sehr komisches Märchen. महसूस कर सकता था. Mein Dude ist wieder hier. Mein Tiger Dude. Du Sesam, öffne dich. Was ist denn jetzt los? Bin ich jetzt die Taube oder was? R2 gedrückt. Zeit zu verlangsamen. Die Zeit wird verlangsamt, bis die Anzeige leer ist. Die Anzeige füllt sich automatisch, wenn sie nicht benutzt wird. Junge, was? Mach los, ey! Was ist das für ein komischer Ort? Ich versuche ja mittlerweile nur wirklich mich hier zu konzentrieren, aber
Warum kriege ich Schaden, wenn ich den Takedown? Was ist das für ein mystischer Scheiß? Ich kann mit Sicherheit, kann ich euch sagen, ich war hier noch nie. Ein Affe. Der sieht viel freundlicher aus. Und da oben ist diese, ist so eine Mühle. Bin ich im Nether. Hier scheint irgendwo noch so ein Viech zu sein. Alter. Ackermann. Ich verstehe die Story irgendwie hinter dem Mist hier nicht. Und da hoch muss ich, oder was? Haut ab, Mann! Lass mich in Ruhe! Oh, es hat funktioniert. Thank you.
Was ist das? Au! Da hinten ist die Glocke. Aua! Das war nicht einfach. Drei fehlen noch, würde ich sagen, wa? Was sagt denn die Karte? Bombenentschärfung, siehst du, haben wir jetzt, das haben wir jetzt freigeschalten. Die Karte sagt erstmal nicht so viel. Eins, zwei.
2 zähle ich. 3. 3. 3 sollen noch sein. Okay. Wissen wir Bescheid. Ach Mann, und von da kamen wir gerade, ne? Naja, okay. Das war aber diesmal nur eine kurze Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.